Herr Vizepräsident, Herr Bundesrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Jahr 2002 hat der Bund ineffiziente Elektrogeräte, Tumbler, Kühlschränke oder Backöfen mit einer Energieetikette in Qualitätskategorien eingeteilt. Der Effekt sieht so aus. 2009 sind bei den Kühlschränken 85% der Geräte der guten Kategorie A verkauft worden. Die Etikette war also sinnvoll. Ein Sechstel der Käufer zeigte sich gegen das Energiesparen bei aller Aufklärung als resistent. Das gute Beispiel der Mehrheit mag eine hartnäckige Minderheit auch nach 8 Jahren nicht nachvollziehen. Um das zu ändern, entschloss sich der Bund 2009 zu einer Verschärfung der Verordnung. Er verbietet ab 2010 Geräte, die nicht mehr der Kategorie A+ entsprechen. Die Ausreißer verschwinden also in Kürze vom Markt. Das alles ging völlig glatt über die politische Bühne. Niemand sah sich in seiner Bürgerfreiheit beeinträchtigt, nur weil er keinen energiefressenden Kühlschrank mehr kaufen darf. Beim Auto scheint das anders zu sein. Da lässt sich die Freiheit natürlich auch attraktiver darstellen als bei einem simpel vor sich hin brummenden alten Kühlschrank. In der Offroader-Werbung zeigt Mercedes zum Beispiel auf den Internetvideos seine G-Klasse stiebend und lustvoll durch jungfräulichen Schneebrettern. Der 2,2 Tonnen schwere SsangYong Rodius wirbelt im Film Wasser und Sand an einer Meeresküste auf. Und der Nissan X-Trail prescht auf der Website wildspritzend durch einen Fluss. Was beim Kühlschrank eine Frage der Vernunft ist, Energie- und Sicherheitseffizienz nämlich, ist beim Auto offenbar sofort eine Frage der Freiheit. Da müssen dann die Bergbauern herhalten, die bei den Offroadern nur noch eine erbärmliche Auswahl von etwa 70-80% Modellen gegenüber heute hätten. Leider eben nicht mehr den Porsche Cayenne, falls sich der Bergbauer den für 170.000 Franken leisten möchte. Verboten würde mit der Initiative Auswüchse bei Offroadern, aber auch sonstige Hochgeschwindigkeits- und Nobelkarossen. Extremautos also, die doppelt so schwer wie ihr normaler PW sind und auch etwa doppelt so viel Sprit verbrauchen. Es sind nicht in erster Linie Tierarztautos. Es sind Agglomeritenpanzer oder Bonusspielzeuge, die Sie in Zürich-Seefeld oder in den Villenvierteln am Genfersee zigmal häufiger finden als an den Abhängen des Entlebuchs oder des Safientals. Da wäre dann noch das Argument vom kleinen, unbedeutenden Schweizer Markt, auf den die weltweite Autoindustrie keine Rücksicht nehmen kann. Das hören wir an dieser Stelle immer wieder, mit einem seltsamen Unterton von Selbstmitleid. Doch das Argument stimmt hier überhaupt nicht. Die Uni Duisburg-Essen hat uns vor wenigen Tagen nachgewiesen, dass wir in der Schweiz mehr als sonst irgendwo in Europa eine seltsame Neigung für diese zu schweren, zu starken und meist auch zu umweltverschmutzenden Fahrzeuge haben. Wir sind für teure Fahrzeuge durchaus kein kleiner Nischenmarkt, sondern eher eine Goldgrube. Die Porsche-Dichte ist in keinem Land der Welt so hoch wie in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob sie das stolzer macht als der Umstand, dass wir einmal als fortschrittliches Land in Ökologiefragen gegolten haben. Falls Sie sich aber wirklich stolz beim Porsche-Rekord fühlen, das könnte sogar so bleiben. Denn 7 Porsche-Typen wären auch nach Annahme der Initiative noch erhältlich. 13 wären es nicht mehr, die 13 klimaschädlichsten natürlich. Als Fazit ist festzuhalten, Autofragen sollten wie die Kühlschrankfragen durchaus Vernunft und nicht nur bauchbetont beurteilt werden. Wenn wir in diesem Punkt dem Kopf etwas mehr Gewicht geben als der Videovorführung, dann hat das zur Folge, dass wir der Initiative für menschenfreundlichere Fahrzeuge zustimmen. So würde 2010 etwa 5-10% Modelle Ausreißer aus dem PS-starken Schweizer Automarkt würde es treffen. Die Auswahl an Autos wird mit guten Sicherheits- und Klimaargumenten durch die Initiative von rund 5.000 Autotypen auf noch etwa 4.700 begrenzt.
Das hat mit jener Freiheit, für die meist heldenhafte Vorfahren beschworen werden, wirklich nichts zu tun. Ich empfehle Ihnen Annahme der Initiative.